Er gehört zweifellos zu den bekanntesten Südtirolern im In- und Ausland, Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen. Doch trotz seines Riesenerfolges ist er am Boden und der Heimat und den Traditionen treu geblieben. Dabei geholfen hat ihm seine Arbeit, Bauer zu sein, ist mein Traumberuf, sagt Rier. Die Tiere am Hof seien seine große Freude, vor allem die Pferde. Die Tiere geben dir das zurück, was du ihnen gibst, erklärt der 61-Jährige. Trotz unseres musikalischen Erfolgs bin ich Bauer mit Leib und Seele, daneben ist Norbert Rier auch ein großer Vereinsmensch. Was geschah nur an jenem schicksalhaften Tag, als sein Freund und Manager Karl-Heinz Groß getötet wurde? Diese Frage stellt sich der Kastelruther Spatzensänger Norbert Rier immer wieder. Verzweifelt jagt er den Mörder. Das waren schreckliche Erinnerungen und seitdem weiß ich, wie schwierig das Leben sein kann, sagte Rier in einem Interview. Es war der 6. März 1998, als sein Freund gegen 18.15 Uhr neben einer Lagerhalle im Magdeburger Industriehafen aufgefunden wurde, kurz darauf blutend und sterbend. Der Mord ist bis heute ungelöst, und das beunruhigt mich sehr, sagte Rier uns. Immer wieder überlegt der 62-Jährige, was passiert sein könnte. Die Kastelruther Spatzen hatten einen Abend zuvor ein Konzert in der Magdeburger Stadthalle gegeben und reisen im Rahmen ihrer Tournee nach Essen weiter. Weil der Bandbus für die Fanartikel Probleme machte, blieb ihr Manager in der Stadt, um die Reparatur zu überwachen. Was dann passierte, ist Norbert ein Rätsel. Es war sicher kein Raubüberfall, denn das Geld war noch da. Ich denke, er war im falschen Moment am falschen Ort. Er hat vielleicht was mitgekriegt, was er nicht hätte sehen dürfen. Es ist für uns immer noch schwer zu verkraften, Norbert will endlich wissen, wer der Täter war und warum es passierte. Es gibt ja Fälle, die durch einen Zufall ans Licht kommen. Das ist unsere große Hoffnung.